So, dann geht's weiter mit einer neuen Runde Live. Und wir müssen jetzt mal schauen. Also, wir können es eigentlich schon mal fast Endspurt nennen. Wenn es nicht so weitergeht, wie es aktuell geht, dann glaube ich, sieht es echt gut aus. Dann können wir das letzten Level hier echt in Highspeed durchballern. Und also, wie es aktuell aussieht, wie gesagt, ich denke mal, das Ganze wird ganz gut laufen, ja. Müssen einfach mal schauen, dass man halt irgendwie halbwegs jetzt, letzten paar Prozent hat er noch hinkriegen, und ansonsten halt, wie gesagt, man 50% mehr XP wird beim aktuellen Level-Tempo heißen, 150% pro Aufnahme, und das wäre natürlich schon ziemlich stromgeil. Die Sache ist es halt mal die, wir müssen halt danach dann zu den Yetis gehen, also müssen wir nicht, aber, oder? Sollen wir zu den Yetis gehen? Bin mir gar nicht sicher, weil eigentlich, mein aktuell geht es ja ziemlich gut, aber halt damit 120 bei 122ern oder 21er davon ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Gut, ich meine, die sterben halt viel, viel schneller. Ich meine, sagen wir, die geben vielleicht 20, 30% mehr XP, aber brauchen halt dafür irgendwie 10-mal so lange oder so wahrscheinlich. Bleiben wir da. 0,5 kriegen wir aktuell noch. Das heißt, mit 0,6 bis 0,7 können wir dann schon rechnen, wenn wir mit der Ampel in der sind. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal da. Also, wie gesagt, letztes Level würde da ein bisschen schwer werden. By the way, wenn wir eh nur eine halbe Stunde brauchen, können wir das Jagd schon aktivieren. Kriegen wir aktuell 0,8%. Huhuhuhu. Das ist nice. Boah. Mit einer einzigen 50% Ampli. Das müsst ihr ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wieso habe ich gerade das Item, den Helm gekriegt? Ich habe eigentlich nicht aktiv, dass ich irgendwie Set-Teil einsammeln soll oder so. Strange. Egal, machen wir uns mal keine Gedanken drüber. Ist einfach irgendwie so. Alter, wie die Mobs einfach mal nicht down gehen, das ist so nervig. Ist aber geliefert. Vor allem, ich meine, die blocken irgendwie so krass viel, also, ich weiß nicht. Blocken 50, 60% von meinen Hits. Oder sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Schon ein bisschen nervig irgendwie, also weiß nicht. Ich glaube, hier haben wir eigentlich 11k. So, jetzt können wir wegen spaßeshalber mal die Idee ranhauen. 13,5 HP auf 118 sogar. Dann kommen wir auf ja, gut 14 HP. Ohne plus 10er Set. Da müsst ihr mal überlegen. Ohne plus 10er Set. Bei wie viel ist der aktuell? 92. Das ist extrem. Also, ich meine, jetzt, wie gesagt, potenziell kannst du einfach alles solo farmen. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Also, wie gesagt, ab Hero 130 oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar nochmal einen leichten HP-Buff. Zumindest ab 130, glaube ich, gibt es nochmal einen ziemlichen HP-Buff für so ziemlich alle Klassen, soweit ich weiß. Ja. Also zumindest Knight, glaube ich, waren mal über 2 oder 3 KP sogar. Und ja. Halten eben auch mit Jester, denke ich mal, wird es relativ viel werden. Ich habe gerade nicht mehr in meinem Kopf, also ob die Heiligwind Skills bringen. Google gerade mal kurz nach. Was nicht irgendwie Attack Rate, Hit Rate, Block Rate oder irgendwie sowas? Unreleased Shop? Gatekeeper? What?
Das ist Gatekeeper. Puppeteer, Doppelgänger. Wiss. Info coming soon, this will be worth it. What? Flife.wikia.com? Hä? Wollen die mich hier gerade natzen? Unreleased Jobs? Also es gäbe es irgendwie hier einen. Ist das das Offi-Wiki? Doppelgang Class was never actually released to fly, it would have been placed after extra bread. Had the vote turned away of Doppelgang, it would have been the level 15 Job Change Class. Puppeteer war, okay, wahrscheinlich dann der 60er und. LOL. Okay, ich hätte mir echt gedacht, dass ich würde schon lang Flife spielen, hätte eigentlich so ziemlich alles gewusst über Flife. Scheinbar nicht. Ich wusste zumindest nie was von einer unreleaseden Jobklasse. Vor allem, es sind drei Jobs. Wenn Doppelganger der Level 15er ist, dann wäre Puppeteer der 60er. Das heißt, Gatekeeper wäre im Prinzip schon der 130er. Das heißt, die haben dann auch schon eine 130er-Klasse dafür vorbereitet. Also eine dritte Jobklasse. Und das wiederum ist eigentlich ziemlich krass. Heißt es vielleicht, es kommt wirklich dann nochmal eine andere, eine neue Jobklasse dazu, oder? Oder Puppeteer und Gatekeeper splittert sich einfach Level 60 nochmal. Kann auch sein, es gibt dann auch, es gibt Ringmaster, also das geht auch dann Ringmaster und BP. Ah, ist vielleicht naheliegender. Boah, ich finde das echt mega geil, also irgendwie so, keine Ahnung, ich finde es immer mega spannend oder mega geil einfach, wenn irgendwelche Games, wo es irgendwie schon jahrelang keine Updates mehr gegeben hat und dann irgendwelche ja, Secret Sachen von auftauchen und die dann einfach mal released werden, das wäre einfach mal mega geil. Ich meine, einfach mal eine neue Jobklasse in Flife, welche im Prinzip seit Flife Release nie verändert wurden oder nie irgendwie mir angetastet wurden. Also das fände ich jetzt schon echt ziemlich geil. Das wäre echt krass. Das wäre mega geil. Das würde ich übelst hart feiern. Da würde ich komplett eskalieren. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier mal. Hier, 130er Skills. Whisper Dodge. Increases Block Rate for 300 Seconds. Media Block plus 30%. Miss. 30% Meal Block. Krass. Wie haben wir jetzt aktuell? 77. Ohne Ringmaster Buff? 67. Das heißt, wir hätten. Lol. Wieso spielen wir eigentlich kein Jester? Jetzt im Ernst, ich meine, wir kommen auf 97. Also, ich meine, höchste mögliche Blockrate in Flife sind sowieso 96%. Ich meine, wir hätten dann genau 97. Das heißt, wir könnten mit maximaler Blockrate im Prinzip einfach Dungeons solo farmen, weil, boah, gut. Wie viel HP bräuchte man? Gut, klar, wir sollten uns natürlich ein bisschen einen HP-Puffer aufbauen. Wenn er mal durchkritten sollte, zum Beispiel Behemoth. Wenn wir uns 55 sind, kritt er dann mal mit maximal 80k oder so durch, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Nachbarn. Das heißt, das müssen wir halt einfach mal aushalten. Im schlimmsten Fall mit einer Rest-Scroll einfach mal irgendwie dann ja, durchsterben in Anführungsstrichen. Wobei es relativ unwahrscheinlich halt, wenn wir mit 97% Blockrate reingehen, dass der dann in Rage mal durchkritten wird. Wir können es vielleicht sogar mit Pure STR probieren. Ich meine, wie gesagt, das ist halt dann echt mega risky. Also krass, das wäre echt. Das wäre im Prinzip so, keine Ahnung, Push the Limits oder so. So nach dem Motto. Zumindest was die Mechanics angeht. Genau, was haben wir sonst noch? Mind's Eye. Ah ja, genau. Stimmt, das war ja dann, haben wir noch zwei Skills. 30% Headrate.
Jo, damit könnte man dann praktisch so die Hitrate, die Blockrate von Behemothern ziemlich gut aushebeln. Krass, ich bin gerade echt geflasht. Ich meine, ich habe im Offi Jeste gespielt, aber halt nie bis Harley Quinn oder sonst irgendwas. Wäre vielleicht eine Überlegung für die Main-Klasse gewesen hier. Statt Blade, welcher hier PvE und PvP nur bedingt brauchbar ist. Also PvP kannst du voll vergessen. Und PvE, ich meine, er macht krassesten PvE-Schaden. Das auf alle Fälle. Und zum Farmen, wenn man selbst nicht tanken muss, ist es mit Abstand die beste Möglichkeit, hier irgendwas zu tanken. Irgendwas down zu schnetzeln. Aber man ist halt ziemlich eingeschränkt. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Was fehlt denn aktuell? Ach ja. Okay. Ja, ansonsten, klar, die anderen zwei sind dann eben nochmal, sind das, diese Hop-Art-Dingens sind da und einmal halt nochmal Harlequin Greeting, also halt dieses Anschampen, wenn man halt hinter jemandem, hinter Gegner steht und so. Wow, drei Akkus sind gespawnt und kein einziger ist mein Ringmaster. Ich habe es eigentlich irgendwie eher erwartet, wenn drei Akkus spawnen würden, dann würden die erstmal instant mein Ringmaster downbursten und dann irgendwie noch im Chat schreiben, hahaha. Oder irgendwie, keine Ahnung. So wie es normaler Fall ist. Aber der Ringmaster, die Mobs hier waren artig. Ausnahmsweise. So. Boah, nee, das finde ich gerade echt mega nice. Vor allem, ich meine, mit HP-Pads halt, also ich meine, was hat eigentlich Tom hat aktuell. Oh Gott, was hat denn den HP? 40k HP mit. Also ohne STR-Pad. Ohne große STR-Awakes, aber mit plus 10er-Set. Und den Bogen. Der Bogen, glaube ich, hat irgendeinen HP-Effekt, soweit ich weiß. Gehe gerade mein Swiki rein. Läuft gerade irgendwie mega gut. Ich upload hier gerade übrigens ungedrosselt. Browse nebenbei noch ein bisschen. Lädt alles ziemlich schnell, habe keine Lags in-game. Also wirklich gar nichts. Also nicht mal irgendwelche Verzögerungen oder sonst was. Läuft ziemlich gut. So, Waffen. Da haben wir einmal den Bow. 10% HP, beziehungsweise 11% HP auf Ulti. Gut, ich meine, jetzt 11% mehr HP als wir, das kann man, glaube ich, drüber hinwegschauen. Also, das passt eigentlich. Ja, das heißt, ich meine, der hat 40 HP. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche HP-Scaling haben, aber ansonsten, ich denke auch mal so 38, 37, 38 HP sollte man auch mit dem Jester schaffen, auf 155. Ohne STR und auch noch ohne STR-Pad. Das heißt, wir könnten im Prinzip einfach 100 STR statten oder so. Hoffen, dass er uns dann keinen Crit durchgibt. Keinen Crit mitgibt, wenn er durchcrittet. Und ansonsten können wir sogar unser Set so lassen, wie es ist. Also, jetzt nicht vom. Ich meine, es halt kein, nicht auf Jesus switchen oder so. Sondern können wir unsere Reste halt behalten, unser Damage-Set. Vielleicht sogar mit Behemoth rein. Hätte man vielleicht 60k HP, 60, 70k. Und ja. Mit Zackblatt können wir uns dann eigentlich auch easy hochhealen. Also wir können eigentlich dann Solo Behemoth plus AFK gehen eigentlich. Kann man so sagen. Ich meine, ich rede viel über die Klassen, über das Klassenbalancing. Das ist vielleicht nicht so perfekt ist in Flive. Aber um ehrlich zu sein, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würdest du anders machen? Ich glaube, ich könnte Ihnen keine Antwort geben, weil, wie ihr gerade schon seht, wenn man ein bisschen Flive spielt, dann glaube ich, ja, ich meine, was willst du machen? Irgendwie dem 100% Hitrate geben, dem noch mehr Damage geben. Gut, ich meine, mehr Damage könnt ihr echt machen, ihr könnt gerne das Doppelte machen, vielleicht sogar das Zweieinhalbfache, dass man wirklich ordentlich Equip braucht, dass man reingehen kann. Aber ja.
Ja, ich brauche einfach nur einen Shade, einen Purple Yo-Yo. Wobei ein Shades Yo-Yo könnte man im Prinzip auch schon, also vom Level her könnte man es tragen. Aber es gibt halt aktuell noch keine Shades Farms. Das wäre natürlich echt krass. 26% Attack und 31% PvE Damage. Holy moly. Gut, 31% Crit-Rate, ich glaube, die sind nicht erwähnenswert. Wir könnten eigentlich hier generell nochmal dem Jester hier generell ein bisschen mehr. Schon ganz kurz, 200 HP. Für wie viel STA? 2 STA, 200 HP. Alles klar. Mir bringt das 5. Alter Schwede. Jester hat im Prinzip das gleiche HP-Scaling wie Knight. Kann man sagen. Und wir haben hier keine irgendwie HP-Bonis oder keine HP oder prozentualen HP-Bonis oder sonst irgendwas. What the fuck? Das ist doch mal total verrückt irgendwie. Na gut, damit belassen wir das erstmal in der Folge. Und ja, sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.